Ein herzliches Willkommen zu Raum für Notizen. Mein Name ist Helena Sermt und ich freue mich heute ganz besonders, einen großartigen Gast bei uns begrüßen zu dürfen, nämlich Anke Domscheit-Berg. Hallo! Und wie es Brauch bei uns bei Raum für Notizen ist, würde ich Ihnen gerne erstmal ein Getränk anbieten. Was möchten Sie denn haben? Wir haben Wasser, Limo, Wasser, stilles Wasser mit Kohlensäure. Also an so einem heißen Tag wie heute ist Wasser genau richtig. Stilles Wasser wäre super. Okay, da bin ich absolut dabei. Stiller Tag, warmer Tag heute. Sind Sie jemand, der gerne draußen ist bei warmem Wetter oder verziehen Sie sich da lieber in die Wohnung, wo es warm ist? Das ist eine Frage der Temperatur. Also bis 28 Grad bin ich lieber draußen. Ich arbeite auch ganz viel draußen. Ich habe gutes WLAN im Garten, das passt. Aber wenn es heißer wird, dann kann ich es nicht mehr leiden. Gutes WLAN auf dem Land in Brandenburg ist ja auch etwas, worüber sich man freuen kann. Es ist nicht überall so, aber für uns war das ein Kriterium bei der Auswahl. Wir hätten sonst gar nicht dahin ziehen können, weil mein Mann und ich, wir arbeiten überwiegend zu Hause. Wir brauchen einfach anständiges Internet. Ja, Sie sind ganz vielfältig unterwegs, was Ihre berufliche Bezeichnung betrifft. Sie sind Publizistin, Autorin, Aktivistin, jetzt bald wieder Politikerin. Als was würden Sie sich spontan selbst beschreiben, wenn jemand Sie jetzt fragt, was sind Sie, was machen Sie beruflich? Also beruflich mache ich Publizistin, damit verdiene ich meine Brötchen. Ich habe auch gerade ein Start-up gegründet, ein Unternehmen zusammen mit meinem Mann, auch im Glasfaserumfeld. Aber wenn es um das global-galaktische geht, wenn man so ein Label für sich selbst insgesamt braucht, dann bin ich vielleicht am ehesten eine Weltverbesserin, weil das versuche ich eigentlich mit allem, was ich mache, egal ob es Ehrenamt, Politik, Arbeit ist. So. Also einfach quasi sich auch engagieren für sich selbst und für alle anderen Menschen. Sie engagieren sich für feministische Themen, für Flüchtlinge. Auch das, ja. Woher kommt das, dass Sie diesen Bedarf haben? Kommt das davon, dass man in der DDR aufgewachsen ist vielleicht auch und schon immer ein bisschen dafür kämpfen musste, dass es besser wird? Ich glaube, am allermeisten hat es mit meinem Elternhaus zu tun. Das ist schon so. Also meine Eltern waren alle beide so. Mein Vater hat einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Der hat sich, der hat auch Eingaben geschrieben an DDR-Ministerien und sich über Dinge beschwert, die ihm nicht gefallen haben. Und meine Mutter zum Beispiel, die hat, wenn sie da, sind immer so russische Armeekolonnen durch unseren kleinen Ort in Brandenburg gekommen, durch Müncheberg. Und da standen manchmal so 17-jährige Soldaten 8 Stunden am Stück ohne Essen, ohne Trinken. Und meine Mama hat halt Stullen geschmiert und Tee gekocht und hat denen das an die Straße gebracht. Und also mit diesem Sinn für andere bin ich einfach groß geworden. Aber gerade bei dem Flüchtlingsthema, da spielt wahrscheinlich auch noch die Familienbiografie eine ganz große Rolle, weil meine Eltern sind eigentlich beide Flüchtlingskinder. Mein Papa kommt aus Königsberg, das ist heute Kaliningrad, und lag in Ostpreußen und hat gesehen, wie Kaliningrad oder damals Königsberg ausgebombt worden ist und ist dann mit seiner Mama und den Geschwistern geflohen und nach dem Kerndeutschland sozusagen gekommen. Meine Mama ist in Bessarabien geboren. Das kennen ganz viele gar nicht. Das ist heute zur Hälfte Ukraine, zur Hälfte Moldawien, war früher mal russisch und mal rumänisch, liegt am Schwarzen Meer. Da gab es so kleine schwäbische Dörfer und auch sie ist im Prinzip mit 5 Jahren zuerst heim ins Reich, nannte man damals, geholt worden und kam nach Polen und von dort dann auch mit, als die Front sie eingeholt hat, nach Deutschland. Wenn man die Geschichten hört, wie das ist, als Kind entwurzelt zu werden, alles zu verlieren, dann kann man Flüchtlingskinder heute. Also man nimmt es persönlich und man sieht die eigenen Eltern als Kind wieder und sowas spielt dann auch eine Rolle. Also es gibt sehr viele Themen, für die Sie sich einfach erwärmen können. Sie sind, wie gesagt, Sie haben selbst gesagt, Sie sind Unternehmerin, Sie haben ein Startup gegründet, Sie sind politisch aktiv, Sie kümmern sich um sehr viele Dinge, die Ihnen am Herzen liegen. Wie bekommt man das alles unter einen Hut, wenn man so viel zu tun hat? Bleibt da manchmal was auf der Strecke, was einem wichtig ist? Ja, jeden Tag. Heute hat mein Mann Geburtstag und ich bin nicht da, zum Beispiel. Das ist halt manchmal so, aber ja. Wir brennen für die gleichen Dinge. Wir finden zum Glück die gleichen Dinge sehr wichtig. Das heißt, da kann der eine den anderen auch besser verstehen, wenn man da mal Abstriche zum Beispiel im Privatleben macht. Aber wir versuchen auch gegenseitig auf uns aufzupassen, weil die Gefahr ist sehr groß,
dass man sich dabei auch verliert, dass man sich ausbrennt. Und für mich war ein Grund, mich selbstständig zu machen im Jahr 2011, war auch, dass das nicht mehr, alles, was ich tun wollte, war nicht mehr vereinbar mit so einem, ich war zuletzt Führungskraft bei Microsoft, das ging einfach nicht mehr zusammen. Das ist keine 40-Stunden-Woche. Und wenn man dann eh schon viel mehr als 40 Stunden arbeitet, will nebenbei aber noch ein bisschen Welt retten, das geht halt nicht. Also ich habe ja auch noch Familie, ich habe ein Kind. Ich habe ja auch Hobbys. Also ich stricke zum Beispiel gerne Bäume ein oder hülle alte Militärflugzeuge in Flausch oder irgendwelche Panzer. Das macht mir ja auch Spaß. Ich züchte auch gern mein Gemüse. Aber alles das braucht Zeit. Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Hat man denn überhaupt noch Hobbys? Gibt es irgendwas, was man noch macht als Ausgleich, der das nicht irgendwie mit dem Beruf im weitesten Sinne zu tun hat? Aber da finden Sie schon Zeit für? Ja, seit ich selbstständig bin, habe ich dafür wieder Zeit. Aber dazu brauchte ich ein Burnout vor einigen Jahren, als ich noch Führungskraft bei einem IT-Unternehmen gewesen bin und irgendwann einfach zusammenbrach und es ging nichts mehr. Ich habe diese ganzen ehrenamtlichen Sachen immer an Wochenenden, nachts, an Feiertagen, in meinem eigentlichen Urlaub gemacht. Ich hatte nicht wirklich Erholungszeiten, aber darauf verzichten wollte ich auch nicht, weil das ein Teil von mir war. Ich wollte nicht bloß so ein arbeitender Roboter sein, der sonst nichts hat im Leben. Und als ich dann mehrere Monate lang sozusagen von der Bildfläche gekickt war, zumindest in meinem Job, da hatte ich dann Zeit und man hat da ja, also Burnout geht oft zusammen mit Depri. Also ich hatte auch den Total-Depri. Ich saß da stundenlang auf meinem Sofa rum und habe gerade ausgeguckt. Und irgendwann kriegte ich so die Eingebung, nach 20 Jahren nicht mehr stricken, nimm nur mal eine Stricknadel und Wolle in die Hand. Und das Stricken hat mich wieder gesund gemacht. Also halten Hobbys einen am Leben, kann man so sagen. Ja, Hobbys, die Zeit muss man sich wirklich mit Zähnen und Klauen erkämpfen und verteidigen, weil man das als Entspannung braucht und als Ausgleich zu den vielen anderen Dingen. Das schafft man sonst nicht. Und dennoch haben Sie gesagt, ja, ich mache das wieder mit der Politik, obwohl Sie einmal bei den Piraten waren, dann aufgehört haben. Und jetzt ist die Linke auf Sie zugekommen und hat Sie gefragt, ob Sie Direktkandidatin werden möchten für die Bundestagswahl. Und haben Sie da sofort gedacht, ja, mache ich auf jeden Fall? Oder mussten Sie da erstmal ein bisschen drüber nachdenken? So war das gar nicht. Ich hatte mir ja, als ich bei den Piraten 2014 rausgegangen bin, geschworen, das mit Parteipolitik, das mache ich im Leben nie wieder. Das war also eine interessante Erfahrung und es gab auch positive Elemente, aber es gab halt auch sehr, sehr viele negative. Es war eben nicht nur schön. Also man ist dann Zielscheibe für ganz viel. Man hat extrem viel zusätzliche Arbeit. Man hat ziemlich wenig Anerkennung für das, was man tut. Und das macht ja auch keinen Spaß. Und dann stellt sich auch oft die Frage dessen, was man eigentlich bewirkt. Also man rödelt sich den A off sozusagen. Ja. Und was verändert es dann? Und als dann die Linken kamen letztes Jahr und gefragt haben, ob ich mir das vorstellen könnte, da war mein erster Gedanke, oh nee, Politik. Andererseits war das aber eine Zeit, wo wir gerade auch wieder Wahlen in Landtagen in Ostdeutschland hatten, wo die AfD über 20% gekriegt hat. Und es war eine Welt vorstellbar, die für mich bedrohlich erschien. Und ich kämpfe ja schon lange gegen Themen wie Überwachung und so weiter, weil ich kann mir zum Beispiel auch einen digitalen Totalitarismus vorstellen. Und wenn man dann eine Überwachungsinfrastruktur schafft und man paart das mit einem nationalistischen System, das so menschenfeindlich ist wie die AfD, dann ist das eine unfassbar große Gefahr für die Demokratie als solche. Und ich glaube, viel zu viele Menschen denken, diesen Geschenk für die Ewigkeit ist sie aber nicht. Mein Papa, der ist inzwischen über 80, der sagt, also Demokratie war die kürzeste Zeit in seinem Leben. Der hat die Nazis erlebt, der hat das System in der DDR erlebt. Das ist nicht so, dass das automatisch bleibt, nur weil es einmal da war. Und die Phänomene, die sehen wir in ganz Europa, wir sehen die in den USA mit Trump, wie da also systematisch demokratische Grundrechte abgebaut werden. Und das war so eines der Hauptargumente, die dazu geführt haben, dass ich also zumindest gesagt habe, ich muss da erstmal drüber nachdenken. Eigentlich ist es wirklich wie 88, 89, als der Durchschnittsmensch in der DDR sich bekennen musste. Man musste sich damals auf irgendeine Seite stellen. Diese Seite oder jene Seite, man konnte sich nicht mehr durchwursteln. Und genauso hat sich das zu diesem Zeitpunkt gefühlt. Man muss sich bekennen für irgendwas. Man muss dafür aufstehen und dann haben wir Familienrat gehalten, ein paar Wochen drüber nachgedacht und dann, weil auch die Erkenntnis kam, dass die digitale Zukunft, das, was an digitaler Revolution um uns herum passiert, im Bundestag viel zu wenig präsent ist und nebenbei ja auch viel zu wenig Frauen dort präsent sind und ich dieses Thema und das Geschlecht miteinander verbinde und gerade in der Netzpolitik es zu wenig Frauen gibt, das waren so die Argumente, die am Ende dazu geführt haben, zu sagen, ich mache das jetzt doch.
Also geht das Gemeinwohl der Welt sozusagen oder der Demokratie über Ihr ganz persönlicher Wunsch, sich einfach mal zu entspannen, kann man das so sagen? Also ist es, ja, zumindest ist es ja eine Phase. So eine Legislatur sind 4 Jahre. Was danach kommt, weiß ich nicht. Okay. Da denke ich drüber nach, wenn die vorbei sind. Aber ich hätte das jetzt nicht gemacht, wenn es von vornherein 10 oder 20 Jahre gewesen wären. Aber das ist jetzt ein Zeitinvestment, das glaube ich, das wird halt gerade gebraucht. Das ist wichtiger. Kommen wir auch zu Bekenntnissen. Sie haben eine Notiz für uns mitgebracht. Die werfen wir jetzt gleich mal unser wunderschönes Board. Ich hole mal den Pfeil. Und dann dürfen Sie gleich einmal auf das Board zielen. Nicht in die Mitte. Also ich kann nicht versprechen, dass es da landet, wo ich es mir ungefähr vorstelle, weil Dart werfen ist jetzt nicht so das, was ich öfter tue. Ach, hat doch gut geklappt. Vielleicht wollen Sie dann mal Ihre Notiz vorlesen. Ja, mein Lebensmotto ist tatsächlich, seit einiger Zeit mit der Mauer fiel für mich auch der Begriff des Unmöglichen. Ich war damals 21, ich war Kunststudentin, ich habe mich in der Opposition auch engagiert, aber was ich mir vorstellen konnte, waren Verbesserungen des Systems in der DDR, aber nicht, dass die Mauer fällt. Und ich glaube auch heute, wenn Leute sagen, sie haben das geahnt, ich glaube, das stimmt nicht. Niemand hat damals geahnt, dass die Mauer fällt. Und dass das trotzdem möglich war, vor allem, weil so viele Menschen gleichzeitig dafür auf die Straße gegangen sind und für eine Verbesserung der Umstände. Seitdem gibt es für mich nichts mehr, was nicht sein kann. Selbst wenn große gesellschaftliche Veränderungen so aussehen, als ginge das gar nicht, das glaube ich nicht mehr. Es kann trotzdem von 100 Mal 99 Mal nicht klappen, aber ich weiß vorher nicht, welches Mal es klappt. Also versuche ich es einfach. Dann gehört das auf jeden Fall hier an unser Board. Können wir hier, wo ist der Pfeil reingelandet? Das ist da gewesen. Mhm. Dann stecken wir Pieksen ihn mal da rein. Das mal daran. Genau. Das geht gar nicht so einfach. Sie wehrt sich. Voilà. Sehr schön. Klischeefrage: Was haben Sie am Tag des Mauerfalls gemacht? Ich war im Studentenwohnheim in Unterschlema, was in der Nähe von Schneeberg im Erzgebirge liegt. Ich hatte ja Kunst studiert und hatte eine Hausaufgabe für das Fach Naturstudium. Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich wie beim Kennedy-Überfall. Da weiß echt jeder, wo man gerade war. Und wir hatten als Hausaufgabe, Selbstporträts zu malen. Und ich habe Selbstporträts gemalt, den ganzen Abend lang, ganz viele Selbstporträts. Die gibt es auch noch. Und was sehr absurd ist und für viele, glaube ich, überhaupt nicht wirklich nachvollziehbar, für manche aber schon, ist, dass ich zuerst diese Nachrichten hörte, im Radio, Fernsehen gab es da bei uns nicht, und dass ich nicht nur eine Begeisterung verspürt habe an diesem ersten Tag, also direkt am 9. abends, sondern dass ich auch eine große Traurigkeit verspürt habe. Das müssen nicht, wir jetzt mal erklären. Nicht, weil ich was gegen Freiheit habe, sondern weil für mich als jemand, der für einen dritten Weg, für etwas Besseres, Alternatives gekämpft hat, zusammen mit vielen anderen, in der Sekunde völlig klar war, die Chance ist tot. Das ist vorbei. Ab jetzt gibt es nur noch, genauso wie die anderen, ab jetzt wird keiner mehr, die werden jetzt alle nur noch in den Westen rennen und es schön bunt und glitzernd finden, aber nicht mehr auf der Straße für den dritten Weg kämpfen. Deswegen war ich an diesem Abend nicht bloß glücklich und fröhlich. Am 10., da saß ich dann schon auf der Polizeistation in Schlema und habe mir, man brauchte ja theoretisch, offiziell brauchte man einen Stempel im Ausweis, den habe ich mir noch geholt, den wollte am Ende gar keiner mehr sehen, man ist ja dann einfach durchmarschiert. Ja, und dann war ich am nächsten Tag unterwegs nach Müncheberg, wo meine Eltern wohnten, und dann haben wir uns auf die Söckchen gemacht und haben Freunde in West-Berlin besucht. Danach hat sich ja doch einiges verändert, es sind ja jetzt schon einige Jahre seitdem vergangen. Ja. Und Sie engagieren sich heute vor allem auch für Geschlechtergerechtigkeit und für, Sie haben die Initiative Goldener Zaunpfahl ins Leben gerufen, ein Negativpreis, wenn man so sagen möchte, also quasi die goldene Himbeere der Werbung für sexistische Werbung oder sexistische Aufmachung. Wie sind Sie darauf gekommen? Was war so der ausschlaggebende Punkt? Haben Sie irgendetwas gesehen und haben sich gedacht, so, Alter, das geht ja gar nicht und ich muss da jetzt mal was gegen machen? Ja, es war exakt so. Also es geht um das Thema Gender-Marketing. Man sagt ja, unterstellt ja Feministinnen immer, dass sie so Gender-Wahn betreiben würden, aber der wahre Gender-Wahn, der befindet sich tatsächlich im Marketing, in den Marketingabteilungen. Da gibt es inzwischen alles gegendert. Es gibt rosa und hellblau Salz, es gibt rosa hellblau Würstchen, es gibt rosa hellblau Gürkchen. Ja, die einen sind dann knackig lieblich und die anderen sind knackig kräftig. Das sind natürlich, ne, die Lieblichen sind die Mädchengürkchen und die Kräftigen, das sind die Männergürkchen. Und inzwischen gibt es gibt
Autoscheibenputzmittel in rosa und in hellblau. Also wirklich was, wo man sich nur an die Birne fasst. Und an einem sowas kriege ich immer wieder mal auch auf Twitter reingespült. Und eines Tages stieß ich da auf ein Bild, das jemand gepostet hatte. Da gab es tatsächlich rosafarbenes und hellblaues Wasser. Stinknormales Wasser. Ich meine, was zur Hölle? Und das war so der Moment, wo ich schrieb, also wenn es einen Preis für das bescheuertste Gender-Marketing gäbe, dieses Wasser müsste es gewinnen. Und dann haben sich die Autoren des sehr empfehlenswerten Buches Rosa, die Rosa-Hellblau-Falle, die haben sich daraufhin gemeldet und haben gesagt, die Idee finden sie eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann haben wir das zusammen abgekaspert, haben noch am gleichen Tag beschlossen, okay, machen wir zusammen, die beiden und ich, und haben dann ein paar Monate später im März diesen Jahres diesen Preis verliehen. Also ich muss auch sagen, ich finde, das ist ein Preis, der absolut seine Daseinsberechtigung hat, seitdem es Schokoeier gibt, die zuerst nur normal waren und jetzt gibt es Schokoeier, die eine pinke Verzierung noch haben, damit man auch weiß, dass das natürlich nur für Mädchen sein steht kann. Steht auch sogar drauf inzwischen, für Mädchen. Ja, und es gibt auch Star Wars Eier und ich habe mal von einer Freundin gehört, die mit ihrer kleinen Tochter einkaufen war und die kleine Tochter hat sich einfach automatisch so ein Star Wars Ei genommen und hat das aufs Kassenband gelegt und die Mutter wollte eigentlich sagen, ey nee, mach das nicht, weil das Kind sich das einfach so genommen hatte, ohne zu fragen. Und dann hat die Kassiererin aber gesagt, nee, such dir doch eins für Mädchen aus, weil es da hinten noch solche Prinzessinnen-Eier gab. Und dann hat die Mutter das Ei dann aus Prinzip gekauft, weil sie sich das gedacht hat, mein Kind, mein Mädchen darf auch mit Star Wars spielen. Ja. Haben sie so in den letzten Jahren eine Steigerung des Ganzen auch erlebt? Ja, ganz krass. Ist es schlimmer geworden? Also mein Sohn, der ist gerade frisch 17 geworden. Das heißt, seit 17 Jahren gucke ich mir das Thema gerade Kindergeschichten näher an. Mit Kindergeschichten meine ich also Werbung, die sich an Kinder richtet, Bücher, die für Kinder sind, Schulbücher, Lesebücher. Spielzeug, aber alles, was auch für Kinder gedacht ist, was Kinder aber nicht selber kaufen, also zum Beispiel Babysachen, ne? Kinderwagen, Fläschchen, Wickeltaschen, alles dieses Zeug. Und das habe ich vor 17 Jahren gekauft. Da war es noch relativ geschlechtsneutral. Es gab auch was in rosa, aber wenn man in so einen Ausstattungsladen für Babys gekommen ist, gerade bei Kinderwagen gab es am allermeisten dunkelbunt, weil es auf einer Straße, die auch dreckig ist, einfach schlicht am praktischsten ist. Heute sind die hell, die sind rosa, das ist total ekelhaft. Und man findet also inzwischen wirklich Fläschchen, Wickelzeug, alles das kommt derart hart gegendert daher, dass also ich mich eigentlich nicht frage, warum ist das so, denn ich habe BWL studiert und weiß, warum das so ist. Ja, da hat also irgendeiner in der Forschungsabteilung oder überhaupt in der Managementabteilung gesagt, Mist, die Zielgruppe schrumpft, es werden immer weniger Kinder geboren, irgendwas müssen wir machen, weil wir wollen ja wachsen als Unternehmen. Wie wächst man? Indem man eine Zielgruppe aufspaltet und dafür sorgt, dass Brüderchen und Schwesterchen, Neffe und Nichte niemals das gleiche Spielzeug benutzen können. Das heißt, wenn ich früher die gleiche Wickeltasche 2 Jahre später nochmal benutzt habe, denke ich heute, mein armer Sohn wird schwul, weil die ist ja rosa, weil das erste Kind war ein Mädchen. Und das geht halt gar nicht. Also auf sowas dürfen wir schlicht nicht reinfallen. Andere Leute sagen ganz oft, man kann doch frei wählen, man muss das ja nicht kaufen. Das ist aber nicht so, weil also es ist nicht wirklich eine freie Wahl, wenn 25 Milliarden Euro jedes Jahr allein in Deutschland für Marketing und Werbung verpulvert werden. Das würden die nicht tun. Das ist ja Geldverbrennung, wenn es gar keine Wirkung hätte. Natürlich beeinflusst es uns und es werden halt Kinder schon sehr klein beeinflusst und das hat ganz viele langreichende Folgen. Ganz harter Cut. Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt und inwiefern das jetzt auf die Menschen, ja quasi die zweite industrielle Revolution, kann man das so sagen, oder digitale Revolution, ja, künstliche Intelligenz Einfluss nehmen kann. Und Sie haben sich dazu auch schon länger geäußert und wir haben einen schönen Einspieler dazu von Ihnen. Es gibt die erste Bank, die ihre Hedgefondsabteilung praktisch nicht zugemacht hat, aber die Menschen daraus entfernt hat. So ein bisschen Schadenfreude vielleicht hier und da, dass es eben nicht bloß Taxifahrer betrifft, die durch autonome Autos ersetzt werden, sondern auch Hedgefondsmanagers. Man kann da so einen Haufen Boni sparen. AI analysiert Anlagen, entscheidet über Kredite. Da stellt sich natürlich die Frage, führt jetzt hier aber zu weit, wie diskriminierungsfrei sind solche Algorithmen? Sind sie im Moment nicht, weiß man. Auch im Bereich Recht werden sie schon eingesetzt. Sie bewerten die Compliance von Regularien in großen Unternehmen, wo man leicht den Überblick verlieren kann. Sie können inzwischen Anträge stellen. Zum Beispiel gibt es einen Bot in England, der wurde von einem jungen Studenten entwickelt. Der kann für Obdachlose Anträge auf Unterstützungsleistungen stellen. Der kann aber auch zum Beispiel bei Flugverspätungen und Bahnverspätungen in der gesamten EU auf sehr einfache
in natürlicher Sprache kann man so Konversationen führen, füllt er da so einen Antrag im Hintergrund aus, dass man seinen Schadenersatz dafür kriegt. Da sind wir also auch ein bisschen mal im Tourismus. Im HR hält es Einzug. Die ersten Screenings von CVs werden bei großen Unternehmen heute auch schon oft durch künstliche Intelligenz erledigt. In der Gastronomie, vor allem im asiatischen Raum, da haben wir schon die ersten Roboterküchen, die Nudelsuppe kochen und diverse andere Dinge. Wir haben gedruckte Desserts zum Beispiel. Es gibt Roboter, die können jeden Cocktail mixen, den man haben möchte. Und da gibt es also alles Mögliche. Ja, es gibt alles Mögliche. Wenn man an digitale Revolution denkt, dann glaube ich erstmal so nur oberflächlich so, das ist halt die Computerindustrie, die davon betroffen sein wird. Und einem ist gar nicht so bewusst, welche Ecken der Welt das alles erreichen wird. Also Menschen werden ersetzt werden. Glauben Sie auch, dass das ein Thema ist, das besonders Frauen betreffen könnte? Also, dass die besonders Frauen ja auch oftmals die prekäreren Arbeitsverhältnisse haben, die dann schneller durch Roboter ersetzt werden? Also es ist eigentlich inzwischen nicht mehr so, dass nur die weniger qualifizierten und schlechter bezahlten Jobs durch Roboter oder künstliche Intelligenz und andere Technologien ersetzt werden, sondern dass es inzwischen, wie wir an dem Beispiel Hedgefondsmanager und so weiter, es gibt auch Diagnosesoftware, die kann Ärzte ersetzen zum Beispiel. Es betrifft also nicht nur die einfacheren Jobs, die schlechter bezahlt sind. Richtig ist aber, dass in der nächsten Welle eben nicht nur viele Industriejobs ersetzt werden, also klassische Fließbandschrauben von Autos und so weiter, sondern dass sehr, sehr viel im Bereich Dienstleistungen passiert. Und von den 10 am meisten von Automatisierung bedrohten Berufen sind 9 Dienstleistungsberufe. Und in denen arbeiten besonders viele Frauen. Sehr, sehr viele dieser Tätigkeiten finden im Büro- und Sekretariatsumfeld statt. Und da werden doppelt so viele Jobs wahrscheinlich wegfallen wie im Bereich Bergbau, Produktion und Baubranche zusammengenommen. Und das eine ist halt sehr stark frauendominiert, das, wo die meisten wegfallen. Und das andere ist sehr stark männerdominiert. Trotzdem fällt es sehr schwer, vorherzusagen, wie dann die absoluten Endeffekte sind. Also da, wo Jobs neu entstehen, auf jeden Fall braucht man sehr viel IT-Kompetenzen ganz oft, Robotik, Sensorik und so weiter. Da haben wir sehr wenig Frauen leider noch, was unter anderem mit diesem Gender-Marketing zu tun hat. Insofern ist der Cut gar nicht so hart. Ja, da gibt es Auswirkungen von dem einen auf das andere. Trotzdem können wir sehen, dass sehr, sehr menschennahe Tätigkeiten wahrscheinlich am wenigsten, also sehr sicher am wenigsten betroffen sind, wenn es darum geht, Kinder im Kindergarten zu erziehen, kranke Menschen zu pflegen, auch wenn es hier und da in Japan zum Beispiel Pflegeroboter schon gibt. Schule, Lehre, Pflege, also das sind Berufe, wo ja auch sehr viele Frauen tätig sind, die am wenigsten betroffen sind von Automatisierung. Da wären dann wahrscheinlich, wenn es die letzten noch vorhandenen Jobs sind, da wird es einen Run darauf geben. Da wollen dann auf einmal auch alle Männer rein. Vielleicht eines Tages, was auch nicht schlecht wäre, weil die Aufteilung von Care-Arbeit finde ich eigentlich eine sinnvolle Sache. Das muss umgekehrt natürlich in die MINT-Berufe auch erfolgen, wo dann halt mehr Frauen rein müssen. Sie haben ja auch in Ihrer Rede oder Ihrer Vorstellung zur Direktkandidatin für die Linke auch erklärt, wir müssen unsere digitale Zukunft selbst gestalten. Wie glauben Sie, können wir dieser Falle entgehen, dass es eben dann eine hohe Massenarbeitslosigkeit geben kann durch die Digitalisierung oder durch diese Zukunft der Arbeit? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir uns des Ausmaßes dieser Revolution, die wirklich eine Revolution ist, das ist kein übertriebenes Wort, dieses Ausmaßes müssen wir uns bewusst sein. Und wenn autonome Autos in 10 oder 15 Jahren durch Deutschland fahren, dann heißt das schlicht, dass 800.000 Berufskraftfahrer keinen Job mehr haben. Dass wir aber auch keine Fahrschulen mehr brauchen, dass wir keine Motels mehr brauchen, dass wir keine Personalabteilungen mehr brauchen, die für die arbeiten. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es jetzt schon, heute in China, da wo die iPhones hergestellt werden bei Foxconn, da gibt es bereits dunkle Fabriken, die deshalb so heißen, weil dort kein Licht mehr brennt, weil kein einziger Mensch mehr da arbeitet, sondern nur noch Roboter. Auch Adidas bringt gerade eine Firma, einen Produktionsstandort von Asien nach Deutschland zurück, aber es wird kein Job darin enthalten sein, weil dort auch Roboter die ganzen Tonschuhe zusammenbasteln. Also wir müssen uns zuerst damit auseinandersetzen und dann müssen wir überlegen, was machen wir, wenn tatsächlich, und ich gehe davon aus, dass das so sein wird, Millionen von Arbeitsplätzen wegfallen, wie wollen wir Artikel 1 des Grundgesetzes in einer solchen Welt noch durchsetzen? Im Moment hängt die Würde des Menschen eklatant davon ab, ob man eine bezahlte Erwerbstätigkeit hat. Im Moment gehen wir von Zielen wie Vollbeschäftigung aus, wir knüpfen die Akzeptanz und auch
das Selbstsicherheitsgefühl, wie gut und fühle ich mich in mir selber, machen wir davon abhängig, ob ich eine bezahlte Arbeit habe. Als gute Arbeit bezeichnen wir Arbeit, die gut bezahlt ist. Gute Arbeit kann aber auch sein, Arbeit, wo ich mich weiterentwickle, ein gutes Klima, das ich habe, gute Arbeitskollegen, Arbeit, die sinnvoll ist und einen Impact hat. Die kann auch unbezahlt sein. Wir brauchen dann aber auch eine soziale Revolution, in der man trotzdem seine Miete bezahlen kann, wenn man eine bezahlte Arbeit nicht mehr hat. Deswegen glaube ich, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen werden, dass man sich mit der Idee näher auseinandersetzen muss und vielleicht so ein Experiment wie in Finnland auch bei uns mal machen. Sie als zukünftige Politikerin oder hoffentlich bald Politikerin haben ja auch waren mal Mitglied, Parteimitglied bei den Grünen, dann waren Sie bei den Piraten, waren dann auch sehr aktiv und sind dann ausgetreten bei den Piraten und sind jetzt parteilose Kandidatin für die Linke. Da können Sie dann ja aktiv gestalten oder Sie können versuchen, aktiv zu gestalten. Warum, wenn Sie sagen, dass es die Piraten nicht mehr so das optimale Umfeld für sie gewesen ist. Was kann die Linke ihnen jetzt bieten, was sie vorher nicht gefunden haben, auch um die Zukunft der Arbeit umzusetzen, so wie sie es für richtig halten? Na, vor allem erlebe ich dort eine Kultur ohne Sexismus und das war bei den Piraten leider nicht der Fall. Und man hat dort, also ich will jetzt nicht eine komplette Piratenaufarbeitung machen, aber man hat dort halt, finde ich, zu oft sich nicht mit den eigentlichen strategischen Themen befasst, nicht mit dem, was inhaltlich in unseren Programmen seinerzeit gestanden hat, sondern man hat also vor allem sich gegenseitig bekämpft und das Leben schwer gemacht und die Prioritäten aus dem Auge verloren. Und damit kann ich nichts anfangen. Also wenn man sich gegenseitig nur bekämpft und da Energie verliert, dann bringt das natürlich nichts. Bei den Linken habe ich das große Glück, auch einen sicheren Listenplatz aus dem Land Brandenburg zu haben. Das heißt, wenn die Linke einzieht in den Bundestag, bin ich mit höchster Wahrscheinlichkeit auch dabei. Und ich habe natürlich den Wunsch und auch die Hoffnung, dass ich das Thema digitale Politik, Netzpolitik und wie können wir die Weichen so stellen, dass sie sich sozialer und gerechter in Zukunft auswirken, die Hoffnung habe ich, dass ich das innerhalb der Linken machen kann. Und ich glaube, dass wir gerade eine besonders starke linke Kraft brauchen, um eben in so einem großen Umbruch sicherzustellen, dass es nicht so viele Leute überrollt. Ich glaube, im Moment laufen ja auch viele vielleicht zur AfD oder zu anderen Rechtsnationalen, weil sie schlicht Angst haben vor dem Ungewissen, weil sie nicht wissen, was kommt. Ja. Und es ist eine Zeit, in der wir schlecht wissen, was kommt. Und deswegen ist es aber umso wichtiger, dass man sich damit befasst, was kommt und wie gesagt, die Weichen sinnvoll stellt. Letzte Frage. Sie sind Brandenburgerin. Ja. Was bedeutet Berlin für Sie? Also kommen Sie gerne her oder freuen Sie sich immer, wenn Sie aus der Stadt wieder raus sind? Ja, das schließt sich nicht aus. Also ich habe ja sehr lange in Berlin gewohnt und zwar in der Mitte von Mitte. Also das wilde Leben fand ich super, wenn da nachts um zwei die grölenden Engländer vorbeigezogen sind. Das fand ich lustig. Ich fand auch die Straßenbahngeräusche schön. Also so mitten im Wilden, das fand ich genau richtig. Aber ich bin aufgewachsen auf dem brandenburgischen Land und irgendwann war das Bedürfnis nach Platz, Autonomie und mehr Freiheit, auch schlicht im räumlichen Sinne, sehr, sehr groß. Und das kann sich in Berlin ja gar keiner leisten. Also da muss ja Multimillionär sein, um den Platz haben zu können, den ich in Brandenburg haben kann. Und ich bin eine Stunde von Berlin. Also ich komme immer wieder, ich komme auch gerne. Und zum Bundestag werde ich eine Stunde Anreise haben. Das kann ich auch in Berlin fahren, wenn ich in Berlin wohne. Insofern empfinde ich mich schon so mehr im Satellitenumfeld von Berlin. Anke Domschat-Berg, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und bei Raum für Notizen vorbeigeschaut haben. Wenn ihr die Sendung verpasst habt, könnt ihr das Ganze auf unserer YouTube-Mediathek nachgucken. Und ich bedanke mich ganz herzlich und auf Wiedersehen. Danke für die Einladung.